Hallo meine Lieben, ich bin's mal wieder. Ich hoffe, es geht euch natürlich allen gut. Ja, nach langer, langer Zeit mache ich mal wieder ein Video. Ja, in meinem Video geht es um ein Produkt. Das finde ich sehr, sehr toll. Ja, wie ihr merkt, ich habe auch eine neue Kamera. Also ich filme jetzt mit einer super tollen Kamera. Und ja, auf jeden Fall. Das Produkt ist, ja, ich bin durch Zufall auf dieses Produkt gestoßen. Bei Facebook habe ich das irgendwie gesehen, dass es sowas gibt und habe es mir bestellt. Und ja, um zu schauen, ob es wirklich das hält, was es verspricht. Es geht in meinem Video um dieses Produkt. Ich zeige es euch jetzt mal. Das ist das hier. Das heißt Wunder 2, Wunder Brow, One Step Brow Gel. Ja, das ist das hier. Das kommt in so einer Verpackung. Also, als erstes. Es verspricht den Augenbrauen, also ich mache das jetzt immer mit diesem Augenbrauen Gel. Es verspricht nicht abzufärben und wasserfest zu sein. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel schwitzt oder so, gerade bei den heißen Temperaturen, wenn es mal heiß werden würde, ja, dass dieses Produkt halt nicht abgeht. Es bleibt wirklich wie so ein Tattoo auf der Haut. Und ja, ich habe einige Videos gesehen und mir gedacht, okay, das hört sich echt voll interessant an, weil Augenbrauen ist immer so ein Thema, ja. Bei mir ist es so, ich habe, jetzt klingelt das Telefon, egal, lassen wir es mal klingeln. Ich habe immer Probleme gehabt, den passenden Augenbrauenstift zu finden, die passende Farbe einfach für meine Augenbrauen zu finden. Und ja, deshalb wollte ich das unbedingt auch mal testen. Es ist teurer, ja. Zu dem Preis kommen wir einfach gleich. Ja, das ist die Verpackung. Dann macht man die Verpackung auf und man holt drei Sachen raus. Ja, zum einen ein Zettelchen. Das hier ist allerdings alles auf Englisch. Da stehen so ein paar Tipps drauf, wie man das am besten aufträgt und um ein schönes Ergebnis zu bekommen. Ja, ich mache das auf meine Art. Ich trage das Gel. Das zeige ich euch jetzt mal. Das hier ist das Gel. Na, da ist die Schrift. Wunderbrow steht da drauf. Und das ist meine Farbe. Ich habe jetzt die Farbe Brünett. Es ist relativ drin, viel drinne. Es ist relativ schwer. Es ist zu vergleichen mit einem, ja, von der Verpackung her, wie so ein Lipgloss. Ja, sehr stabil. Es ist Hartplastik und ja, gefällt mir ganz gut. Gut, dass es nicht aus Glas ist, weil wenn es nämlich mal runterfällt, dann hat man den Salat, ja. Ja, wie gesagt, ich guck mal gerade, wie viel, 3 Gramm sind da drin. Ja, made in USA. ja, das ist das Gel. Dann kommt ein kleines Augenbrauenbürstchen mit dazu. Und das erfüllt wirklich seinen Zweck. Also das ist wirklich super toll, dieses Bürstchen. Damit kann man schön die Augenbrauen kämmen, in Form bringen. Und ja, ist einfach toll, finde ich. Ja, das war's, was in dem Package drin ist. Also das und hier die Anleitung. Die ist auf jeden Fall auf Englisch, also nicht auf Deutsch. Ist ja ein amerikanisches Produkt. Auftragen tue ich das immer mit einem abgeschrägten Pinsel.
mit einem sehr schmalen, abgeschrägten Pinsel, weil ich finde, dann hat man mehr Kontrolle. Ich mache euch das mal auf. Jetzt klingelt mein Handy. Es stürmt draußen, das ist echt heftig. Das ist der Applikator. Also das ist so ein kleines Pinselchen, ja. Und ich finde, mit diesem Pinselchen die Farbe aufzutragen, also dieses Gel, ist schwierig. Also dann könnte man wirklich Probleme haben. So sieht es innen aus. Es gibt verschiedene Farben. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Ja, auf jeden Fall, ich mache mir dann immer so ein bisschen Produkt auf das Pinselchen und mal dann meine Augenbrauen nach oder an, da wo es halt fehlt. Zum Beispiel hier, da fehlt bei mir ein ganz schönes Stück und das funktioniert echt gut. Ja, wenn die Farbe zu schwach ist, so wie hier, so da hätte ich jetzt noch mal ein bisschen auftragen können. Das könnt ihr schichten. Also das bröckelt nicht ab oder so, das könnt ihr wirklich schichten. Und aber wichtig ist, ihr müsst, ich habe auch Kontakt mit dieser Firma gehabt, ja, weil ich mich gewundert habe, dass das Päckchen noch nicht ankam nach 2 Wochen, aber wirklich nach 2 Wochen kam es auch an. Ja, also habe ich ein bisschen Kontakt mit der Firma gehabt und ja. Die Dame von der Firma, die hat mir dann noch ein paar Anwendungstipps gegeben. In meiner E-Mail stand, dass die Augenbrauen fettfrei sein sollen. Das heißt, einfach mit einem Gesichtswasser, ein alkoholisches Gesichtswasser, einfach vor dem Schminken, wirklich, ihr habt noch nichts gemacht, also noch nicht das komplette Make-up gemacht, sondern wirklich nur Gesicht gereinigt, gewaschen und dann mit dem Gesichtswasser, mit einem Wattepad über die Augenbrauen gehen, damit die fettfrei sind. So ist die Haltbarkeit auch gegeben, wenn ihr die Augenbrauen fettfrei gemacht habt. Das habe ich heute Morgen zum Beispiel gemacht. Komplett Gesicht gewaschen, dann Augenbrauen. Ich habe noch nicht mal eine Pflege drauf gemacht, weil heute fand ich, ich brauche keine Pflege. Keine Feuchtigkeit für mein Gesicht. Da ich hier auch so ein paar Gustavs habe. Ja, auf jeden Fall. Einfach mit einem Wattepad Gesichtswasser drauf. Wichtig, alkoholisches Gesichtswasser, weil es soll ja desinfizieren, das Fett entnehmen, ja, entfernen von der Augenbraue und dann einfach trocknen lassen, muss komplett trocken sein und dann einfach die Augenbrauenform malen, wie man es gerne möchte, ja. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, auf jeden Fall habe ich für euch auch mal einen Test gemacht. Und zwar habe ich hier auf meine Hand das Augenbrauengel aufgetragen, um euch zu demonstrieren, dass es wirklich nicht mehr abgeht. Es geht nicht mehr ab. Ich kann machen, was ich will. Gestern habe ich den ganzen Tag, ich habe sogar mein Gesicht eingeölt, nachdem ich meine Augenbrauen bemalt habe. Und die Augenbrauen gingen trotzdem nicht ab. Ja, ich kann hier drüber gehen. Seht ihr das? Und es ist keine Farbe auf meinem Finger. Ich gehe hier drüber. Es ist keine Farbe auf meinem Finger. Es ist Hammer, das Zeug. Ich demonstriere euch das hier mal. Ich rubbel da wirklich ganz fest dran rum. Es geht nichts ab. Ohne Spaß. Es geht wirklich nichts ab. Ihr bekommt das nur ab, wenn ihr ölhaltige Augen-Make-up-Entferner drüber gebt. Dann kriegt ihr das mit Mühe ab. Wirklich mit Mühe. Ich finde das so krass. Also das ist wie mit der Haut verschmolzen. Ja? Das geht nicht ab. Ohne Spaß. Man kann da dran rumreiben, wie man möchte. Und ihr seht, es bröckelt auch nichts ab. Hier. Nix ab. Gar nichts. Und das ist einfach so toll, wirklich. Ich war oft am Überlegen, mir vielleicht meine Augenbrauen auffüllen zu lassen, ja,
wie heißt denn das, mit so einer Härchentechnik, weil ich eben damals viel gezupft habe, viel weggezupft habe und jetzt einige Löcher entstanden sind. Sie wachsen jetzt wieder nach, aber ganz langsam und ganz fein. Das könnt ihr hier sehen. Sehr fein wachsen die wirklich nur nach. Und ja, ich finde es eine super Alternative, wenn man jetzt nicht gerade seine Augenbrauen tätowieren lassen möchte. Ich bin da nicht so ein Freund von, weil ja, es kann man nicht mehr wegmachen. Ja, doch, nur noch lasern, aber das sind dann auch wieder Kosten, die auf einen zukommen. Und deshalb wollte ich das hier unbedingt ausprobieren, um ja, vielleicht noch eine Alternative zum Tätowieren zu finden. Ja, wie gesagt, ich finde dieses Produkt wirklich toll. Ich habe dann zusätzlich noch hier so ein bisschen Infomaterial bekommen. Ja, dann hier noch ein Heftchen, was diese Firma denn noch für Produkte herstellt. Und das ist wirklich. Ich schaue mal gerade, ob ich das finde. Ja. Die Firma, die stellt auch mehr Farben her, weil es gibt ja unterschiedliche Typen. Es gibt für blonde Menschen gibt es eine Farbe, für Brünette wie bei mir, für ganz dunkle ist es dann fast schwarz. Für Rothaarige haben sie jetzt auch so ein Augenbrauengel hergestellt. Wie ihr hier sehen könnt, hier sind die verschiedenen Augenbrauenfarben, die sie jetzt haben mittlerweile. Ja, das hier habe ich, glaube ich. Ich schau mal. Oder? Habe ich das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, das hier habe ich. Ja. Dann für Rothaarige, für Blonde und für Dunkelhaarige, für ganz Dunkelhaarige. Ja, das Produkt ist versandfrei. Also ihr bezahlt wirklich nur das Produkt. Und ich habe dafür jetzt, für alles habe ich jetzt 30 Euro bezahlt. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, ja. Aber man hat 30 Tage Rückgaberecht. Also wenn es euch nicht gefällt und ihr nicht zufrieden seid mit dem Produkt, dann innerhalb von 30 Tagen bekommt ihr euer Geld zurück. Ihr müsst es natürlich zurückschicken und dann bekommt ihr euer Geld zurück. Und welcher Shop bietet das heutzutage noch an oder welche Firma, ja? 30 Tage Rückgaberecht. Ich finde es toll. Also ich kann dieses Produkt nur weiterempfehlen. Ich werde es meiner Mama empfehlen. Ich werde es meiner Schwester empfehlen. Freunde und Bekannte, die müssen davon auch Bescheid wissen, von so einem Wunderprodukt. Und ja, wie gesagt, ihr bekommt dann noch so ein Heftchen dazu. Und da könnt ihr euch das alles mal anschauen. Hier zum Beispiel, hier sind Stars, die auch dieses Augenbrauengel verwenden. Ja, und da sind auch die verschiedenen Typen aufgezeigt, wer welches Produkt hätte. Und ja, ich bin vollstens zufrieden. Die Firma ist auch in Instagram gut vertreten, wie ihr seht. Viele sind mit diesem Produkt zufrieden und ich bin es jetzt auch. Ich bin froh, dass ich das Geld ausgegeben habe für dieses Produkt, weil, wie gesagt, für mich einfach momentan es nicht in Frage kommt, meine Augenbrauen tätowieren zu lassen. Ja, gut. Wie gesagt, 30 Euro kann man investieren in wunderschöne Augenbrauen, ohne sie tätowieren zu lassen. Und ich bin einfach begeistert. Meine Augenbrauen, die sind so schön. An mir gefällt es richtig gut. Was wollte ich noch sagen? Ach so, die Augenbrauenhärchen. Je nachdem, wie man sie kämmt, sie bleiben danach so. Also die werden hart. Was heißt hart? Die werden etwas an die Haut angedrückt und
bleiben in der Form. Also ihr braucht danach kein Augenbrauengel mehr. Ja, weil das alles wirklich so bleibt, wie es sein soll. Und ich habe den Test gemacht. Ich habe mir gestern Morgen habe ich mir die Augenbrauen gemacht mit diesem Gel und wollte nur mal testen, wie lange das denn hält. Und bin damit auch eingeschlafen. Ja, also ich habe mit dem Augenbrauengel geschlafen und am nächsten Tag waren meine Augenbrauen immer noch so schön. Also es ist ein Wunderding, wirklich. Das, was da drauf steht, Wunderbrow, das ist einfach so. Und ich bin so begeistert. Ich hoffe, ich konnte euch so ein Stück weit Fragen beantworten. Falls ihr noch Fragen haben solltet, dann schreibt die mir bitte in den Kommentaren unten. Und in der Infobox werde ich den Link zu diesem Shop reinsetzen, damit ihr gleich mal gucken könnt. Also nach dem Video einfach unten in die Infobox. Da ist der Link zu diesem Shop, zu dieser Firma. Und ja. Ach so, und 2 Wochen müsstet ihr warten. Also ihr bestellt, bezahlt, ihr könnt auch mit PayPal bezahlen. Das habe ich gemacht. Weil dann geht das alles noch so ein bisschen schneller. Und ja, 2 Wochen warten und dann kommt's an. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, weil ich habe gesehen, es gibt noch kein Video in Deutsch über dieses Produkt und würde mich freuen, wenn ihr einfach kommentiert, wenn ihr das mögt und ich freue mich auf mein nächstes Video. Dann bis dann. Tschüss, ihr Lieben.